Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich richtig coole Lautsprecher für euch, die ich euch zeigen möchte. An dieser Stelle danke an GGMM, dass ich die Lautsprecher probieren durfte. Und ja, ich wollte ein paar Besonderheiten zeigen an den Lautsprechern. Wie ihr seht, haben wir hier rechts einen in Schwarz und einen hier in Türkis, glaube ich. Die gibt es auch hier noch in Weiß und in Blau. Moment, Pink auch noch, okay. Also das ist das Blaue wahrscheinlich, dann genau. Wir haben dann ein weißes, schwarzes und ein pinkes. Vier verschiedene zur Auswahl. Und ich wollte einfach mal die Besonderheiten hier zeigen. Das ist hier die Verpackung. Und wie ihr auch schon vielleicht hier links oben in der Ecke erkannt habt, Amazon Alexa wird damit hier auch angesteuert. Die ist hier im Lautsprecher integriert und wird einfach durch eine Taste aktiviert. Also nicht durch das Zurufen von dem Keyword, sagen wir Alexa, sondern erst nach einem Tastendruck auf dieser Taste hier rechts außen. Das zeige ich euch dann auch gleich. Das Modell ist das E2. Es besitzt Bluetooth, wie gesagt. Und ja, das Coole daran ist, man kann das auch im Multiroom betreiben. Also zwei Lautsprecher parallel zueinander. Und dann hat man einen richtig coolen Stereo-Sound. 10 Watt ist die Leistung. Ich muss sagen, also für diese Größe von Lautsprecher ist der Klang hervorragend. Man kann richtig laut machen. Der Akku hält, je nachdem wie viele Stunden man damit Musik hört, natürlich auch mal weniger. Was haben wir hier für Eigenschaften, können wir mal nachschauen. Dann haben wir hier Alexa Voice Service, ihr seht Multiroom, dann natürlich WLAN und Bluetooth. Dann haben wir hier, Moment, ein bisschen näher. Ja, man kann verschiedene, zum Beispiel Spotify ist mit integriert, kann man laufen lassen, aber bei Spotify braucht man die Premium-Lizenz bei Spotify, damit das Ganze hier funktioniert. Dann haben wir, wie gesagt, schon hier 10 Watt Treiber drin. Ja, der ist kompakt, man kann natürlich damit auch telefonieren. Hier schreibt der Hersteller 14 Stunden Playtime per Bluetooth und 5 Stunden per Wi-Fi. Wie gesagt, das Ganze kommt auch noch auf die Lautstärke drauf an, wie laut ihr das Ganze hier anhört. Schauen wir uns nochmal zusammen an, was wir noch hier drin haben, außer die Lautsprecher. Ich mache das Ganze mal hier auf. Da begrüßt uns hier erst einmal hier die Bedienungsanleitung. Schauen wir auch mal rein, hier sind noch weitere Sachen drin. Die öffnen wir hier einfach mal. So, schmeißen wir mal zur Seite. Einmal kann man sich hier registrieren und bekommt nochmal ein Jahr extra Garantie. For free. So steht's da. Hier gibt es dann noch ein paar Tipps, wie man Alexa nutzt, was man sich fragen kann und so weiter. Das Ganze geht auf Deutsch, das war anfangs nur noch auf Englisch, aber das geht jetzt natürlich auch auf Deutsch, das ist also kein Problem. Was haben wir hier? Okay, Garantiekarte wahrscheinlich, wo man das einschicken kann und so weiter. Und natürlich hier noch einmal die Bedienungsanleitung. Schauen wir da mal kurz rein. Hier haben wir einmal Englisch, Französisch, steht hier oben alles. Italienisch, Deutsch haben wir hier. Ist auf jeden Fall alles sauber und gut übersetzt auf Deutsch. Und das ist schon mal richtig cool und kann einem den Umgang damit sehr erleichtern. Ja, was haben wir noch hier drin? Schauen wir nochmal. Hier haben wir noch was, jawohl. Einmal ein Micro-USB-Ladekabel. Und ja, meisten von euch werden wahrscheinlich so ein Ladekabel schon zu Hause haben. Ich habe das auch nicht in Verwendung gehabt. Hier nochmal so ein Silikon-Dings, das vor Feuchtigkeit schützen soll. Ja, schmeißen wir mal das Ganze hier wieder rein. So, manche kennen vielleicht auch schon ein Video. Ich habe ein Video schon hier über das Blaue hier gemacht. Das ist identisch mit diesem hier in Schwarz natürlich. Bloß das Besondere ist jetzt, dass ich hier das Ganze im Multiroom einschalten kann. Trotzdem zeige ich euch nochmal hier den Lautsprecher genau. Dazu machen wir hier auch die Musik mal ein bisschen leiser. So schaut das Ganze aus. Ich nehme es nochmal so in die Hand, damit ihr von der Größe her das euch ein bisschen vorstellen könnt. Also ich habe mittelgroße Hände, nicht zu groß, nicht zu klein.
Hier alles abgerundet, es gibt keine scharfen Ecken oder Kanten, es ist aus Kunststoff, er wiegt aber ein bisschen was, das zeugt von meiner Seite her auch auf die Qualität hin. Hier haben wir dann eine WLAN-Taste, die ihr beim ersten Mal drücken müsst, um euch dann per WLAN hier in euer Router einzubinden. Und hier noch einmal der Ladeanschluss. Unten haben wir so ein Anti-Rutsch-Teil, damit das Ding nicht wegrutschen kann und so weiter. Ja, dann haben wir hier oben noch ein paar Tasten. Hier haben wir mal einmal zum An- und Ausschalten. Die Hertz ist nicht für Herzfrequenz, sondern für die Favoritenliste, die ihr hier speichert. Ich glaube, man kann 6 Stück abspeichern. Und je nachdem, wenn ihr einmal drauf drückt, zweimal und so weiter, kommt ihr zu den nächsten Favoriten. Das zeige ich euch auch dann. Play und Pause natürlich. Ein Lied zurück und vor. Genauso auch die Lautstärke leiser und lauter in einem. Und hier ist Alexa drin. Also sobald man diesen Knopf drückt, dann spricht man mit Alexa. Ich kann es ja mal probieren. Alexa, wie geht's? Geht's fantastisch. Ich denke gerade an Dinosaurier und frage mich, was mich die wohl gefragt hätten. Vielleicht Alexa, was ist das für Okay. ein großer Feuerball am Ihr Himmel? seht, also Und Alexa hört hier woher nicht die hast ganze du Zeit die mit, Daten? sondern erst, wenn ihr sie auch Ich wollte aktiviert. das wissen. Und das finde ich schon mal ganz praktisch. Manchmal muss nicht Alexa alles mitbekommen. Ja, das Ganze hier, um das einzurichten, benötigt ihr eine App. Und zwar, die installiert ihr euch einfach hier auf euer Handy. Habe ich auch schon natürlich gemacht. Und zwar heißt die App, Moment, schauen wir mal kurz hier rüber. Hier war die, genau. Nein, nicht Check, sondern hier unten. GGMM-E-Serie. Es gibt verschiedene Apps vom Hersteller, aber da wir hier die E-Serie haben von Lautsprechern, braucht ihr auch diese App hier. Starten wir einfach mal. Und da seht ihr auch schon hier, habe ich zwei Geräte gekoppelt. Einmal habe ich den Mini, den habe ich so benannt, Mini, und den hier in Black, damit ihr das ein bisschen unterscheiden kann. Das könnt ihr also umbenennen, wie ihr möchtet. Das finde ich mal ganz cool. Um neue Lautsprecher hinzufügen zu können, müsste ich hier einfach auf dieses Plus-Symbol drücken. Wie ihr seht, habt ihr hier auch weitere Infos zu den Lautsprechern. Sagen wir mal zum Schwarzen, da haben wir jetzt hier einen Batteriebalken, der uns zeigt, 51% Restakku haben wir hier noch. Und wie ihr sehen könnt, ist auch hier dieses eine Herz, diese Favoritenliste, die ihr abrufen könnt. Versucht die mal zu erreichen. So, und da seht ihr auch jetzt schon hier nochmal grün untermalt, welcher Sender gerade läuft. Und ihr habt hier, wie gesagt, diese Favoritenliste. Wie ihr die anlegt, kann ich euch auch kurz zeigen. Und zwar macht ihr das einfach so, indem ihr hier rüber scrollt. Jetzt sind wir gerade bei TuneIn. Ich zeige euch hier nochmal die Liste, was ihr noch alles habt. Ihr könnt die lokale Musik abspielen, eure Favoriten, TuneIn. Dann haben wir hier noch ein paar andere: iHeart Radio, Spotify, Tidal, Napster und so weiter. Es kann sein, dass durch Updates noch weitere Dienste hinzugefügt werden können. Muss man halt dann mal gucken. So, jetzt bin ich hier bei TuneIn Radio und ich schau mal, jetzt gehen wir einfach mal bei Musik rein. Machen wir einfach 90er oder so. Und suchen uns einfach mal irgendeinen aus, ist egal welchen. Ja, nehmen wir mal den Dance zum Beispiel. Und ihr seht hier nochmal rechts so ein kleines Symbol. Wenn ihr da drauf drückt, habt ihr das in die Favoritenliste des Lautsprechers reingemacht. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Moment. Hat nicht hingehaut. Moment, nochmal runter. Moment, was mache ich jetzt hier falsch? Ah, jetzt habe ich es richtig hier mit meinen dicken Griffeln. Ihr seht auch hier, jetzt kann ich es irgendwo hier in die Liste reinmachen. Ich mache es nochmal hier als Nummer 4. Und ihr seht auch hier Voreinstellung, okay. Und jetzt haben wir das unter unseren Favoriten schon mal drin. Das könnt ihr auch hier nochmal nachschauen. Jetzt seht ihr unter dem vierten Punkt, das sind die 90er drin. Ja. Und ihr könnt zum Beispiel auch bei den Lautsprechern danach so, wenn ihr die im Multiroom-Modus habt, könnt ihr auswählen, dass einer der rechte, einer der linke ist oder beide im LR-Modus laufen. Um das zu machen, muss man einfach hier draufhalten und den einen zum anderen draufziehen und dann verbinden die sich schon automatisch. Okay.
Jetzt sind wir erfolgreich mit Multiroom-Modus verbunden und können das Ganze hier über den Lautsprecher-Tasten des Handys einfach regeln. Und das finde ich schon mal ganz cool, also der Multiroom-Modus ist echt nicht schlecht. Wir haben hier beide auf R, ich tue das mal hier wechseln. Stereo oder nur links. Links, rechts. Wie gesagt, ihr könnt das hinstellen, wo ihr wollt. Die Dinger sind echt sehr laut. Ich habe jetzt auch nicht volle Lautstärke aufgedreht. Sie könnten ein bisschen mehr Bass vertragen, aber wie gesagt, Leute, das Ding ist so klein. Die Hälfte einer Seife, würde ich sagen, zweimal genommen. Und fühlt sich auch richtig, richtig angenehm in der Hand an auch. Und das ist super praktisch, das einfach überall mitzunehmen. Und deswegen kann man hier jetzt auch nicht einen riesen fetten Bass erwarten. Aber es klingt echt ganz in Ordnung. Und kein Krächzen oder sonst was. Er ist wirklich sehr laut. Ja, was können wir noch erzählen? Genau, ihr habt hier oben rechts zum Beispiel auch die Einstellungen, die ihr hier dann ändern könnt. Ihr könnt hier den Namen ändern, dann die gespeicherten Favoriten anschauen, Lautsprecherinfo und so weiter. Das könnt ihr hier alles einstellen. Ihr könnt auch nochmal die Liste anschauen, was es noch so gibt. Hier mehr Dienste hinzufügen. Ich habe aber hier schon alle. Ja, hier haben wir was Neues. Ximalaya ist neu. Was haben wir noch? Ja, Napster und so weiter. Das ist alles, habe ich schon aktiviert. Wie gesagt, alle habe ich nicht probiert. Tunen ist ja sozusagen kostenlos. Bei Spotify braucht ihr die Premium-Version, um das machen zu können danach. Und dann könnt ihr euch auch mit den Lautsprechern genauso verbinden und eure Favoriten machen. Und das ist schon mal richtig cool. Ja, es ist einfach zu bedienende Geräte, auf jeden Fall, mit einem super Klang. Und ich finde, man kann da nicht viel falsch machen. Es ist wirklich ein schickes Lautsprecher-Duo, sage ich mal, im Multiroom und nimmt wenig Platz weg und klingt auch ganz gut. Ja, was soll ich noch darüber erzählen? Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Ich versuche diese auch zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch den Lautsprecher ein bisschen näher bringen, euch die Funktionen zeigen, wie das funktioniert. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich versuche euch da weiter zu helfen. Das war's soweit von mir. Ich danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.